Jo, Freunde der Abmahnungen, wie bereits in den Cake News erwähnt, hat Shoyoka mir mal wieder eine neue Abmahnung gesendet. Und die ist mindestens mal genauso schlecht wie die, die sie mir vor ein paar Monaten schon zugeschickt hat. Jetzt mal ohne Witz, das hier ist einfach Shoyoka. Ich hab das Gefühl, als ob du es einfach nicht kapieren willst. Shoyoka. Ach, ich mag die jungen Leute. Das erste, was ich mir nicht so ganz erschließt, ist folgender Satz. Sie betreiben dort unter dem Alias KuchenTV ebenfalls Accounts. Innerhalb der letzten 12 Monate haben sie nach unserer Kenntnis 135 Videos und oder Livestreams über unsere Mandantin veröffentlicht. Viele der Videos handelten sogar thematisch hauptsächlich von dieser und tragen deren Alias Shoyoka bereits im Titel. Ja? Okay, cool. Danke, dass ihr das hier reinschreibt. Also ist das jetzt verboten oder der Absatz macht gar keinen Sinn? Aber wir lesen einfach mal weiter. In der Vergangenheit wurden Anschuldigungen gegen sie veröffentlicht, bla bla bla, hierdurch bei ihnen zum Einbruch an Zuschauern bei ihren Videos und Streams kam und sie dies zum Anlass genommen haben, mit Videos und Livestreams zu unserer Mandantin mehr Traffic auf ihrem Kanal zu generieren. Letztlich sind ihre Motive aber nur vom begrenzten Interesse. Hä? Die schreibt einen ganzen Absatz, aus welchen Motiven ich angeblich diese Shoyoka-Videos mache und sagt danach, naja, aber eigentlich ist es auch ziemlich egal. Warum wird das dann überhaupt dahingeschrieben? Das macht gar keinen Sinn. Und ja, wahrscheinlich war es wegen meinem Skandal, der ein Jahr vor dem ersten Shoyoka-Video gewesen ist, oder? Genauso sinnfrei ist dieser Absatz hier. Auch der Streamer MontanaBlack88 reagierte vermehrt auf ihre Shoyoka-Videos. Seitdem befinden sich im Übrigen auch die Energy Drinks Gönnergy von Monte gut erkennbar auf Regalen im Hintergrund ihrer Videos. Also erstmal, selbst wenn das Ganze so wäre, verstehe ich das Problem nicht. Also auch der Absatz ist so nichtsaussagend. Und dazu muss man sich mal überlegen, dass das eine studierte Anwältin hingeschrieben hat. Kausalität ist ja ungleich Korrelation. Die Dosen stehen da nicht, seitdem ich Videos über Shoyoka mache, sondern seitdem Gönnergy auf dem Markt ist. Das Produkt ist halt erst letztes Jahr rausgekommen und seitdem stehen die da. Was soll das mit Shoyoka zu tun haben, hä? Das mit den 135 Videos wird dann auch nochmal erwähnt und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht warum, weil das hat ja überhaupt gar keinen Inhalt oder irgendeinen Sinn. Aber das Ganze liest sich teilweise sowieso so, als wenn das Shoyoka vordiktiert hätte. Dann geht es um die Aussagen, die ich nicht mehr tätigen darf. Ich blende die hier einfach mal ein. Im Endeffekt sind das alle möglichen Parts von den Livestreams und Videos, wo ich behaupten würde, dass sie lügt. Und der Grund, warum ich das nicht mehr behaupten darf, ist der, dass als ich das im Livestream immer mal wieder gesagt habe, ich mich nicht konkret auf irgendwas bezogen habe und das damit einfach halt eine falsche Aussage gewesen ist. Und an sich hat die Anwältin hier sogar recht. Nicht jedes Mal in diesem Twitch-Livestream, wenn ich erzählt habe, dass sie lügt, habe ich direkt irgendwelche Beispiele genannt. Aber mit dem Kontext des kompletten Streams schon. Da haben wir jede falsche Aussage von Shoyoka die ganze Zeit eingeordnet, wie beispielsweise hier. Ihr könnt mir doch nicht gleichzeitig vorwerfen, dass ich dauernd auf... Er hat gesagt, da kommen Anwaltschreiben, FDP, was sagt ihr dazu? ...alles reagiere und gleichzeitig vorwerfen, dass ich auf nichts reagiere. Dann muss man ja irgendwo drauf kommen, dass da eine Lüge dahinter ist. Man kann mir ja nicht gleichzeitig vorwerfen, dass ich konstant irgendwelche Sachen in den Raum stellen würde und dann gleichzeitig sagen, hey, sie sagt nie irgendwas. Alleine heute... Sagt keiner. Es sagt jeder, dass du nur auf Strohmänner eingehst, aber dass du nicht direkt auf die Videos reactest, weil du dann einfach argumentativ keine Chance hättest, Alter. Es kommt ein Video und du argumentierst gegen was völlig anderes, was niemand behauptet hat. Bei ihm und bei jedem anderen auch. Ja, aber ich will nochmal sagen, nicht weil sie eine Frau ist. Also, ne, dass das nochmal klar ist. Wir haben hier nicht gemansplained. Während sie diese falschen Aussagen im Stream gebracht hat, habe ich die immer wieder richtig gestellt und erzählt, warum Shoyoka da eine Unwahrheit verbreitet hat. Ich muss nicht jedes Mal, wenn ich dann sage, dass sie lügt, nochmal 10 Beispiele bringen, wenn ich das in diesem Livestream sowieso schon die ganze Zeit gemacht habe. Dann greift sie auch noch 2 Äußerungen aus meinem Weihnachtsspecial an, die noch weniger zu halten sind. Unter anderem folgendes. Auch, dass Shoyoka anscheinend bei ihren Finanzen lügt. Das Lustige ist, dass man vielleicht auch den kompletten Satz zeigen sollte, denn eigentlich habe ich das hier gesagt. Das Geile ist aber auch, dass Shoyoka anscheinend bei ihren Finanzen lügt. Oder sie stellt sich in die Opferrolle. Sie darf selber entscheiden. Sie sagt nämlich das. Ich habe ihr nicht mal vorgeworfen, dass sie lügt, sondern ich selber habe ihr die Wahl gelassen, dass entweder lügt sie oder sie stellt sich in die Opferrolle. Aber worum ging es dabei eigentlich? Hier. Ich könnte auch auf Madeira auswandern. Dann würde ich in Madeira Steuern zahlen statt in Deutschland. Dann habe ich statt eine Steuerlast von irgendwie 45% 6%. Könnte ich auch machen. Angeblich zahlt Shoyoka 45% Steuern. Das Ganze kann aber gar nicht sein, denn Shoyoka selber hat in ihrem Livestream das hier gesagt. Ich habe diesen Monat 5470 Subs. Wisst ihr warum? Weil ich so finanziell in die Bredouille gekommen bin, nachdem ich aus 11 Monaten aus Ersparnissen gelebt habe, dass ich angefangen habe, einen Sabaton zu machen, indem ich diesen Monat 140 Stunden gestreamt habe, 16 Stunden am Tag, weil ich nicht öffentlich machen wollte, wie scheiße alles aussieht und gesagt habe, whatever, ich mache meinen ersten Sabaton, damit ich es irgendwie unter den Tisch kehre, wie schwierig es gerade ist, weil ich nicht möchte, dass meine Community aus Mitleid Geld spendet,
weil ich nicht wollte, dass Leute sagen, hey, es tut mir so leid, wie es dir geht. Wenn Shoyoka wirklich so wenig Geld hat, dass sie derzeit von ihren Ersparnissen leben muss, wie soll sie dann 45% Steuern zahlen? Der Höchststeuersatz von 45% greift ab einem Gewinn von 277.000 Euro, also alles, was darüber verdient wird. Wenn Shoyoka also 45% Steuern zahlt, dann muss sie mindestens mal einen Gewinn von 277.000 Euro erwirtschaftet haben. Dann kann es ihr doch gar nicht so schlecht gehen. Und nicht vergessen, das ist der Gewinn, da wird vorher alles abgezogen, also die ganzen Mitarbeiter, Studio und die ganzen Kosten, die sie hat. Da sie ja aber auch selber gesagt hat, dass sie wenig Geld hat, verstehe ich nicht, warum dieses Zitat hier mit angegriffen wird. Ja, ich dachte eigentlich, sie braucht einen Therapeuten, aber ich glaube, sie braucht Peter Zweger, Schuldnerberater. Sie hat hohe Ausgaben, kaum Einnahmen und muss von ihren Ersparnissen leben. Also für mich scheint es so, als ob da mal jemand drüber gucken kann, wie man das Ganze wieder in eine richtige Richtung dreht. Weiter unten steht dann noch, dass der Eindruck erweckt wird, dass sie keine zuverlässige Geschäftspartnerin sei und das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Hä? Ja, aber sie hat doch selber gesagt, dass sie sau wenig Geld hat, super hohe Kosten, von Ersparnissen lebt und sich einen Kleinkredit bei ihrem Management aufgenommen hat. Ja, eigentlich ist es genauso, wie sie schreiben. Momentan wäre Shoyoka einfach keine gute Geschäftspartnerin. Was ist denn daran falsch? Das hat sie doch selber gesagt. Was ich mir auch nicht ganz erschließt, ist, dass das mit den Finanzen auch direkt zweimal abgemahnt wird. Also, ich weiß nicht, ich glaube, einmal hätte es tatsächlich auch getan. Ebenfalls vom Weihnachtsspecial wird folgende Aussage angegriffen. Die lügt einfach am laufenden Band. Ich zeige euch einfach mal direkt mit dem Kontext, was ich gesagt habe, worum es bei dieser Aussage geht. Ich habe dich, by the way, wenn du genau wissen möchtest, warum ich dich bei Twitter blockiert habe, dann liegt das daran, dass ich einen Clip in die Timeline gespült bekommen habe, als du im Urlaub mit einer Kamera fremden Frauen hinterhergelaufen bist und dabei Grunzgeräusche gemacht hast. Und ich fand das unangenehm. Und deswegen habe ich dich damals blockiert. Weil ich nicht in meiner Timeline Videos haben wollte, wo ein Mann Grunzgeräusche macht, wenn er fremde Frauen auf der Straße sieht. Das war der Grund, warum ich dich damals blockiert habe. Sie hat Monte also blockiert, um diese ganzen Malta-Clips von damals nicht zu sehen. Ihr wisst schon, wo rumgelaufen ist und oi, Memo gerufen hat. Das Ding ist, Monte selber hat die nie auf Twitter gepostet. Das heißt, Shoyoka hat hier ganz klar gelogen, denn das kann nicht der Grund dafür gewesen sein. Das Einzige, was noch sein kann, aber das wäre mindestens mal genauso krank, ist, dass sie einen Tweet davon auf der Timeline hat. Von irgendeinem Random und dann extra auf das Profil von Monte gegangen ist, um den zu blockieren. Das wird auch keinen Sinn machen und wäre echt krank, aber such's dir aus, was anderes geht gar nicht. Das ist halt einfach ihre Taktik, sowohl bei mir, bei Monte, bei der Equalis, bei wirklich jedem. Sie blockt immer Leute überall, geht Gesprächen aus dem Weg oder greift Leute wegen irgendwas an. Und anstatt sich dann damit auseinanderzusetzen, schiebt sie irgendwelche Gründe vor, die aber nachweislich gar nicht stimmen können, um sich dann nicht damit zu befassen. Die lügt einfach am laufenden Band. Bruder, die ist ja schlimmer als Leon Mascher zu seinen besten Zeiten. In diesem Weihnachtsspecial habe ich ungefähr 10 oder 15 Lügen von Shoyoka gezeigt und habe das da am Ende nochmal zusammengefasst. Shoyoka hat in diesen ganzen Punkten gelogen. Das konnte ich zeigen. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Aussage hier angegriffen wird, weil ich habe das doch bewiesen, mit ihren eigenen Aussagen. Sie versucht mich dann in der Abmahnung auch noch zusätzlich wegen dem Wettbewerbsrecht anzugreifen. Im Endeffekt steht ihr halt genau das Gleiche, was ich euch schon vorgelesen habe. Halt dadurch, dass wir beide Content Creator sind, geht es auch um das Wettbewerbsrecht und weil ich ja so böse bin und die ganze Zeit falsche Dinge behaupte, greift sie mich jetzt auch deswegen an. Also erstmal sind diese ganzen Äußerungen, die ich über sie tätige, ja richtig. Das ist schon mal das Erste. Das heißt, sie könnte mich so oder so nicht dafür abmahnen. Deswegen verstehe ich aber auch nicht, warum man zusätzlich noch das Wettbewerbsrecht damit reinnimmt. Also, das erschließt sich mir ehrlicherweise nicht. Das Lustige ist folgender Satz. Unsere Mandantin ist bei ihren Abonnenten für ihre ehrlichen und glaubwürdigen Statements bekannt. Das ist sie. Also wenn die Anwältin das schreibt, dann wird das wohl so sein. Weiter heißt es dann, dass ich die Videos ja nur mache, weil diese finanziell so gut laufen und ich sie in 135 Videos thematisiert habe. Da fehlt irgendwie noch, wie lange das Ganze geht, ne? Und ich sie dort regelmäßig beleidigen würde. Also erstmal, der Anwalt hat doch oben in der Abmahnung geschrieben, dass die Motive sowieso vollkommen egal sind. Warum wird mir dann jetzt aber wieder ein Motiv vorgeworfen? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und wo habe ich Shoyoka bitte beleidigt? Also wenn ich das getan hätte, dann wäre Shoyoka doch die Erste, die mich dafür abmahnen würde. Komischerweise ist in der gesamten Abmahnung nicht eine einzige Beleidigung hingeschrieben worden. Also warum nicht? Das wäre doch super einfach. Da könnte ich mich ja wirklich gar nicht verteidigen. Ist schon ziemlich komisch, dass mir zwar vorgeworfen wird, sie am laufenden Band zu beleidigen, aber für die Abmahnung hat es dann doch leider nicht gereicht. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, zu dem Gönnergy. Und zwar hat Shoyoka mich tatsächlich auch mit dafür abgemahnt, dass da Gönnergy-Dosen im Hintergrund stehen. Der Grund ist hier unter anderem, dass ich den Eindruck erwecke, diese Dosen seien ein fester Bestandteil meines Zuhauses und man davon ausgeht, dass mir das Produkt auch privat zusagt. Also erstmal, mir sagt Gönnergy tatsächlich zu. Ich trinke irgendwie 2 Dosen am Tag davon. Außerdem weiß man, dass das hier offensichtlich nicht mein Zuhause ist. Oder vielleicht auch doch, Digga. Hier koche ich immer
Hier habe ich Sex mit Frauen. Das Komische ist aber, wenn man sich meinen Hintergrund so anguckt, dann sind das doch alles Produkte von anderen YouTubern. Hier ist Carter sein Vater, hier ein Buch von Open Mind, hier von Jero, hier Gravitrax. Gut, Gravitrax jetzt kein YouTuber. Warum wird sich aber nur über die Gönnergy-Dosen beschwert? Das ist ja ziemlich komisch, weil wenn, dann müsste doch alles Schleichwerbung sein, oder nicht? Und nur mal so nebenbei, für alle Produkte, die im Hintergrund stehen, habe ich tatsächlich bezahlt, weil sonst wäre es tatsächlich Schleichwerbung und dann müsste ich das halt immer einblenden und dafür bin ich ehrlich gesagt zu faul. Ich persönlich finde das aber trotzdem absolut ekelhaft. Wie die Anwältin am Ende schreibt, kann halt Shoyoka mich als Mitbewerberin dafür abmahnen und jetzt auch mal vollkommen abgesehen davon, ob sie damit einen Punkt hätte oder nicht. Wie ekelhaft ist es bitte, sowas überhaupt abzumahnen? Das Ganze hat nichts mit unserer Auseinandersetzung zu tun. Es ist jetzt auch nicht so, dass Shoyoka irgendwie Nachteile dadurch hat, wenn hier diese Dosen stehen oder Kata sein Vater. Alles, was hier versucht wird, ist jeden kleinen Punkt gegen mich irgendwie zu finden, um mir so krass zu schaden, wie es einfach nur geht. Und das ist wirklich absolut ekelhaft. Vollkommen egal, ob du meine Videos über dich gut findest oder nicht, versuche ich dich hier sachlich unterhaltsam zu kritisieren, während du dann solche Sachen versuchst abzumahnen, um mir so krass zu schaden, wie es geht. Ein weiterer Punkt, der übrigens angegriffen wird, ist eine Urheberrechtsverletzung, weil ich ja teilweise auf ihre Streams reagiert habe. Also erstmal, was ist das für eine komische Doppelmoral? Shoyoka selber macht teilweise auch Reactions und möchte jetzt einen anderen Reaction-Streamer dafür abmahnen, dass ich auf ihre Inhalte reagiert hat, während sie natürlich auch auf Videos reagiert und das da anscheinend komplett in Ordnung ist. Für die Abmahnung soll ich jetzt 3000 Euro zahlen und Shoyoka muss ja dieses Geld erstmal vorauszahlen und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich das natürlich nicht bezahlen werde. Die Frage ist aber, da wir das hier auch im Video gesehen haben, wenn Shoyoka doch angeblich gar kein Geld hat und von Ersparnissen lebt, wo hat die 3000 Euro her? Shoyoka ist aber wenigstens so nett und gibt mir mit der Abmahnung nochmal die Möglichkeit, das Ganze außergerichtlich zu klären. Können wir machen, vielleicht bei einem Essen oder so, ich weiß nicht, wenn du Lust hast, dann schreib mir doch gerne. Außerdem auch lustig, der Anwalt wusste schon, dass irgendwann ein Video dazu kommen wird und zwar steht am Ende, hey, aber veröffentliche das nicht, sonst gehe ich gegen dich vor. Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass das öffentliche Interesse hier ein bisschen höher ist. Was kann ich abschließend dazu sagen? Die Abmahnung ist halt genauso schlecht wie die erste und ich verstehe Shoyoka ehrlicherweise überhaupt nicht. Angeblich ist sie doch so am Ende. Seit 11 Monaten gibt es diese antifeministische Hasskampagne, die einfach kein Ende nimmt. Aber sie selber wirft mit so einer Abmahnung wieder Öl ins Feuer. Ich meine, was hat sie gedacht, was passiert? Dass ich das einfach unterschreibe, kein Video mache und überhaupt nicht darüber berichte, das kannst du mir nicht erzählen. Also so langsam glaube ich auch, dass Shoyoka das irgendwie absichtlich macht oder so. Denn wenn man sich einfach mal die Statistiken bei Twitch von ihr so anguckt, dann sieht man, dass sie in den letzten Streams doch schon sehr, sehr gute Zuschauerzahlen hatte. Naja, ich weiß nicht, was ich noch großartig dazu sagen soll. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye.